Herzlich willkommen bei Umständliche SPD-Papiere einfach erklärt. Die SPD hat die Woche, ich muss ja zugeben, ich war etwas positiv überrascht, die SPD hat die Woche was Cooles vorgelegt. Und zwar hat sie sich überlegt, wie denn der Sozialstaat neu gestaltet werden könnte. Ihr seht schon hinten an meiner Pinnwand, schau Hartz IV. Ich habe zu Hartz IV schon mal ein Video gedreht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Da seht ihr auch meine Meinung, nämlich dass ich Hartz IV gerne abschaffen möchte. Auch zum Thema Kindergrundsicherung. Einen Punkt, den die SPD fordert, habe ich schon ein Video gedreht und würde euch auch da empfehlen, guckt euch am besten schon mal an, was ich da schon mal dazu gesagt habe. Ich möchte aber nichtsdestotrotz auf ein paar Punkte aus diesem Papier gerne eingehen, weil ich sehe die als einen ziemlich guten Anfang, Grundstock von einem zukünftigen sozialen, gerechten Sozialstaat. Ich würde es gerne mal so konkret wie möglich machen, weil ich glaube, auch wenn ich euch das Papier unten verlinken werde, die sind oft sehr, naja, sehr trocken geschrieben. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Und zwar, nehmen wir mal Lisa. Lisa ist 23, arbeitet als Verkäuferin bei einem kleinen Bäcker, bei nicht einer Kette, sondern bei einem einzelnen Bäcker in einer Kleinstadt. So. Verdient dank verdient Mindestlohn, der Gott sei Dank eingeführt wurde und dadurch zum Beispiel nicht mehr 5 Euro pro Stunde sind, sondern mehr. Eine Sache, die die SPD auf jeden Fall fordert und verbessern möchte, ist, dass dieser Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird, damit sie wirklich auch langfristig und in Zukunft und im Alter davon leben kann. Nicht natürlich auch jetzt, man soll ja auch irgendwie jetzt von dem leben können, was man hat, aber auch langfristig gesehen. Dann ein weiterer wirklich wichtiger Punkt ist neben Verbesserungen von Arbeitswelt die Grundsicherung, die soziale Absicherung. Nehmen wir an, dass dieser Bäcker schließen muss. So. Natürlich könnte Lisa dann, wenn sie im Idealfall woanders anfangen. Gehen wir aber mal davon aus, dass sie mit 23 Jahren erstmal Arbeitslosengeld bekommt. Sofern sie denn überhaupt Arbeitslosengeld 1 bekommt, weil dafür braucht man momentan eine gewisse Arbeitszeit. Hat sie das nicht, kann sein, sie fällt sofort in Hartz IV. So. Wenn sie dann einen Regelstoß begeht, der größer ist als das Nicht-Melden, kann es sein, dass sie hart sanktioniert wird. Was halt einfach mal absolut unmöglich ist, dass man jungen Menschen sofort mit Sanktionen droht, statt ihnen zu helfen, wieder ins Arbeitsleben zurückzukommen. Und da sagen wir als SPD, wir wollen das quasi anders machen. Und zwar, erstens soll es möglich sein, dass das ALG 1 inzwischen bis zu 3 Jahre beantragt werden kann, also dass man bis zu 3 Jahre ALG 1 bekommt. Und wenn Lisa jetzt zum Beispiel nach 3 Monaten noch keinen neuen Job hat, dann kann sie auch ein sogenanntes Arbeitslosengeld Q, also für Qualifizierung, beantragen, um sich zum Beispiel weiterzubilden oder auf einen komplett neuen Job zu spezialisieren, was ja ganz hilfreich sein kann. Also gerade im jungen Land, ne, kann man sich ja nochmal umwandeln. Das ist auch super wichtig jetzt in Zeiten der Digitalisierung, wenn Arbeitsplätze wegfallen, müssen wir den Menschen ja irgendwie die Möglichkeit geben, sich einen neuen Job suchen zu können. Da ist dieses Arbeitslosengeld Q eine gute Variante. Wenn dann das Arbeitslosengeld 1 irgendwann, ich sag jetzt mal, aufgebraucht ist und man immer noch keinen neuen Job gefunden hat, dann soll es auch nicht einfach klassisch in das Hartz IV zurückfallen, sondern dann will die SPD ein Bürgergeld. Das heißt, wenn Lisa dann nach 3 Jahren zum Beispiel immer noch keinen neuen Job gefunden hat, dann kriegt sie das Bürgergeld. Und wird, wie gesagt, wie am Anfang schon mitgeteilt, eben nicht sanktioniert. Das heißt, langfristig gesehen, uns geht es einfach darum, dass der Sozialstaat die Menschen absichert, weil es ihr verdammtes Recht ist und nicht, dass die Menschen betteln gehen müssen beim Staat, um Geld zu verlangen, weil sie gerade keine Arbeit haben, sondern eben arbeitssuchend sind. Und wir wollen eben es erleichtern, dass Menschen auch ihre berufliche Perspektive wechseln können, entweder gezwungen durch Einflüsse von außen, wie ein Unternehmen, gibt es nicht mehr einen Job, gibt es nicht mehr eine Branche, irgendwie so. Aber natürlich auch, weil Menschen sagen, hey, ich war jetzt 20 Jahre lang Kfz-Mechatronikerin, ich habe jetzt keine Lust mehr und
will doch in den sozialen Beruf gehen oder so. Kann ja passieren. Genau. Das sind, wenn man das jetzt quasi so beispielhaft macht, im Endeffekt die größten Bausteine und die, wie wir finden, auch gerade als Jusos wichtigsten Bausteine, die die SPD angehen möchte. Es gibt auch noch mehr, gerade rund um das Thema Arbeitswelt an sich, Recht auf Homeoffice zum Beispiel, dass wir mehr Tarifbindung wollen, aber auch Verbesserungen für Selbstständige. Die würde ich euch jetzt aber dann doch erstmal verlinken, beziehungsweise wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt ihr die Fragen einfach und ich gucke, dass ich die beantworte. Mich würde auch natürlich super interessieren, wie ihr überhaupt die Forderungen der SPD einschätzt, was ihr davon haltet. Ich persönlich muss sagen, ich finde super, dass die SPD den Schritt gegangen ist, ein großes eigenes Konzept vorzulegen. Erstens, weil uns also weil das zeigt, dass die SPD mehr ist als Teil einer großen Koalition, sondern dass wir auch noch eigene Visionen und Forderungen haben. Ich finde es schön, dass dadurch langfristige, also sehr, sehr lange und ältere User-Forderungen aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern die SPD das in der großen Koalition durchbekommt oder zumindest hoffe ich, dass sie weiterhin an diesen Forderungen, auch an der Forderung wie zum Beispiel in der Vermögenssteuer festhält und es auch in Zukunft angeht. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema, eure Fragen zu dem Thema. Ich versuche dann alles zu beantworten. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Tschüss!